Podride. Wenn du ein leidenschaftlicher Fan von quietschenden Bremsen und Motorengeräuschen bist, ist das erste Auto eindeutig nichts für dich. Genau genommen ist Podride überhaupt kein Auto, es sieht einfach so aus. Zusammen mit dem Elektroantrieb wird der Podride zum Hybrid zwischen Automobil und Fahrrad. Zum einen sitzt man auf Augenhöhe mit Kleinwagen, zum anderen erinnert die Innenausstattung stark an seine großen Brüder mit Vierrädern. So finden sich im Inneren ein bequemer Autositz sowie Pedale, mit dem der Elektroantrieb aktiviert werden kann. Eine komplette Beleuchtung vorn und hinten sorgt für optimale Sichtbarkeit. Selbst eine beziehbare Windschutzscheibe und eine Anhängerkupplung gehören zur Ausstattung. Der Entwickler, der schwedische Ingenieur Mikael Kjellman, wollte mit dem Podride etwas Gutes für die Umwelt tun. Der Elektromotor und das Steuerungssystem sind von einem Standard-E-Bike-System abgeschaut, was dafür sorgt, dass der Podride in vielen Ländern als straßentaugliches Fahrrad anerkannt wird. So kann er auf Fahrradwegen und ohne Führerschein genutzt werden. Die Geschwindigkeit, die Podride entwickelt, beträgt 25 Stundenkilometer. Die Batterieladung reicht für 60 Kilometer. Maverick. Der Ausdruck fliegendes Auto lässt uns an ein riesiges, modernes und technologisch fortschrittliches Fahrzeug der Zukunft denken. Doch was, wenn wir euch sagen, dass echte fliegende Autos so aussehen? Maverick ist die Erfüllung eines Traumes. Es ist das Ergebnis von 6 langen Jahren Forschung und Entwicklung durch eine kreative, gemeinnützige Organisation, bekannt als iTech. Das Design wurde als einfach zu bedienendes Luft-, Land-, Wasser- und Schneefahrzeug entwickelt. Es ist intuitiv und sicher, von Menschen in Grenzregionen der Welt geflogen, gefahren und gewartet zu werden, sodass man dieses einzigartige Fahrzeug in Missionen und humanitären Anwendungen einsetzen kann in der Welt jenseits von Straßen. Das Fahrzeug kann Geschwindigkeiten von bis zu 64 Stundenkilometern erreichen und 3 Stunden lang fliegen. Im Jahr 2008 wurde Maverick offiziell als leichtes Sportflugzeug zugelassen. Seitdem wurden mehrere neue Modelle präsentiert. Und das Beste, Maverick ist kein Prototyp, den man nur aus der Ferne betrachten kann. Dies ist ein sehr echtes Fahrzeug, das zum Preis von 100.000 US-Dollar gekauft werden kann. Magicraft. Und das hier ist ein weiteres erstaunliches Fahrzeug, das eine lange Geschichte hat. Alles begann mit einem selbstgebauten Flugzeug, dessen Entwicklung viel Zeit und Mühe in Anspruch nahm. Doch das hat sich gelohnt. Die Ingenieure gründeten die kleine Firma Magicraft und beschlossen, Flugzeuge zum Zusammenbauen zu verkaufen, damit jeder sein eigenes Mini-Flugzeug zusammenbauen konnte. Ein Set enthält 15 Teile sowie einen Aluminium-Controller. Der Bauvorgang ist relativ einfach und schnell und dauert ca. 2 Wochen. Dabei würde das Zusammenbauen eines eigenen Flugzeugs von Grund auf viel länger dauern. Das Leergewicht, also ohne Kraftstoff und Beifahrer, beträgt 80 Kilogramm. Im Inneren befinden sich 2 Elektromotoren. Das Gehäuse besteht aus Kohlefaser. PUBG-Bus. Die bekannte Tuning-Firma West Coast Customs war an der Entwicklung dieses erstaunlichen Busses beteiligt. Der Bus wurde für das Xbox-Team entwickelt, aber alles der Reihe nach. Dieses Projekt wurde im Jahr 2018 umgesetzt. Die Handwerker nahmen einen gewöhnlichen VW-Transporter T1 und modifizierten ihn im Laufe von 2 Wochen. Die Aufgabe war äußerst ungewöhnlich. Sie wollten ein Fahrzeug entwickeln, das Fans des Online-Spiels PlayerUnknown's Battleground, kurz PUBG, garantiert begeistern würde. Der Volkswagen T1 Minibus ist direkt im Spiel zu finden, daher wurde das Modell nicht zufällig gewählt. Die Spezialisten haben das Auto gelb gestrichen, genau wie das Firmenlogo und mit Xbox- und PUBG-Logos verziert. Im Inneren gibt es Bildschirme und Spielekonsolen. Bei der Buspräsentation waren der WCC-Geschäftsführer Ryan Friedlinghaus, Xbox-Marketingleiter Aaron Greenberg und Brandon Green, PUBGs führender Spieldesigner, anwesend. Warum hat man diesen Bus überhaupt gebraucht? Er wurde auf der Comic-Con und der PAX West gezeigt und dann als Hauptpreis für den Gewinn an einem Spieleturnier verlost. We'll be right back.
Steampunk-Scooter. Das nächste Fahrzeug scheint wie aus einem Science-Fiction-Steampunk-Film zu sein. Aber nein, das ist ein echter Roller, entwickelt vom niederländischen Ingenieur Arthur van Poppel. Wenn es unter euch Leute gibt, die sich für kundenspezifische Fahrzeuge interessieren, wird euch dieser Name höchstwahrscheinlich bekannt vorkommen. Denn dieser Roller ist nicht die erste Idee des talentierten Meisters. Die helle, goldene Farbe ist nur eine der Gründe, warum das Exemplar Kunden so anzieht. Beachtet auch die vielen Details, die nicht nur für schöne Optik sorgen. Jeder Knopf und jeder Hebel hat seine Funktion. Zu den ungewöhnlichsten Merkmalen gehören eine Gitarre und ein Verstärker, damit der Fahrer die Menschen um ihn herum jederzeit mit Musik und Liedern verwöhnen kann. Sofacar. Manche Menschen lieben ihr weiches, bequemes Sofa so sehr, dass sie nicht bereit sind, sich davon zu trennen, nur weil sie das Haus verlassen müssen. Der englische Fernsehmoderator, Mechaniker und Erfinder Ed China ist so ein Typ. Er hat bewiesen, dass ein Auto den gleichen Komfort bietet wie ein Sofa. Man muss es nur richtig zusammenbauen. Das Sofa-Auto muntert ausnahmslos alle auf. Passanten schmunzeln sofort, weil sie so etwas noch nie gesehen haben. Der Erfinder ist auch sehr zufrieden. Er fährt die Straße entlang, fühlt sich aber sehr wohl auf der Couch. Was braucht man noch, um glücklich zu sein? Jedes Detail ist einzigartig und erstaunlich. Der Ingenieur verfolgte eine lustige Idee. Die Passanten mussten erraten, wie die Couch gesteuert wird. Anstelle eines Lenkrads gibt es ein rundes Tablett mit Fake-Pizza. Herkömmliche Pedale im Boden fehlen. Stattdessen befindet sich eine Pedale in der Armlehne. Sie wird mit dem Knie gedrückt. Die Süßigkeiten und das Glas auf der Armlehne sind nichts weiter als ein paar Pedale, um die Bewegung zu steuern. Die Geschwindigkeit der Couch ist wie bei jedem anderen Auto. Und obwohl manche denken, dass dieses Fahrzeug nichts anderes als ein Versuch ist, sich über einen Menschen in der Umgebung lustig zu machen, bietet es dem Fahrer ein einzigartiges Fahrerlebnis. Steampunk Red Bike. Wir nähern uns dem letzten Custom-Fahrzeug für heute. Dies ist ein Steampunk Red Bike, das in der kanadischen Werkstatt Motorcycle Enhancements zusammengebaut wurde. Die Fertigstellung dauerte 4 Monate. Das Fahrzeug wird von einem Yamaha Roadster Motor mit einem Hubraum von 1600 Kubikzentimetern angetrieben. Das Motorrad hat ein äußerst ungewöhnliches Design, alle Innenteile sind sichtbar. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, dass es sich um eine Menge Ersatzteile handelt, die bestimmt nicht vom Fleck kommen. Doch Steampunk Red Bike ist ein perfekt funktionierendes Modell. Selbst der niedrige Sitz ist kein Hindernis. Beim Starten des Motors heben 2 spezielle Kissen das Motorrad an und ermöglichen eine Bodenfreiheit von 15 cm. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.